Wasserversorgung des Schlosses. Auf dem Schlossberg gibt es keine eigenen Brunnen oder gar eine Quelle. Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg ließ daher 1558 eine Wasserkunst anlegen, um Wasser von der Untermühle am Mühlgraben zum Schloss zu pumpen. Das älteste Wasserreservoir lag in der Schlossküche, die heute als Gerichtssaal genutzt wird. Ein anderes im Schlosshof. Die Bewohner, vom Beamten bis zum Gefangenen, das Vieh und auch die Feuerkübel mussten damit bedient werden. Zu den Pflichten des Untermüllers gehörte es, dafür zu sorgen, dass die eisernen Rohre nicht zufroren. Diese lagen nicht in der Erde, sondern führten über den felsigen Schlossberg hinweg. Mist und Stroh diente zur Isolierung. Es wurde vom Pächter des Vorwerks am Nordufer des Ochsenpfuhls geliefert. Seit 1668 half ein Schmauchofen im Kunstgebäude, das Wasser vor dem Einfrieren zu bewahren. Gelang es dem Müller nicht, die Wasserversorgung aufrechtzuerhalten, musste er täglich rund 3000 Liter Wasser auf eigene Kosten zum Schloss transportieren. 1904 bekam das Schloss eine zentrale Trinkwasserversorgung. 1558 wurde eine Wasserleitung für das Schloss gebaut. En mille quincent quindec hoc estis construita aqueducto por la castello.